Schwarzen sind hinter mir, die haben gesagt, Manuel ist überdreht. Was? Ja, ich schwöre bei Gott, ich war heute mit zwei schwarzen Brüdern. Die eine ist sogar durch mich berührt geworden, hat in seinem Live 3000 Zuschauer gesagt, ich liebe dich über alles. Wir wissen, dass du nicht rassistisch bist. Hast rassistische Äußerungen gemacht? Habe ich nicht. Ich hätte genauso einen weißen Kuchen sagen können, ich hätte sie zur Familie gegessen oder vielleicht. Schade, du hast nicht so, wie ich bin. Und wenn du hast dich entschuldigt, mach es nicht wieder kaputt. Du machst es nicht kaputt, aber der darf meine Mutter beleidigen, 1000 Mal, oder? Du hast 100.000 Mütter hier beleidigt. Ja, da war ich nicht bei Sinne. Ach so. Ach, wenn du denkst, du bist nicht bei Sinn, dann kannst du machen, was du willst. So funktioniert das nicht. Ab jetzt, ich sage dir ganz ehrlich, Wallah Billah, machst du das, ich krieg dich mit mir leid. Also, nein, ich mach das nicht mehr, nein. Alles. Hol Manuel ab her, wir reden vernünftig live. Guck mal. Ich werde Manuel Abi nicht, dein Bruder Manuel nicht reinholen. Lass mal das Ding ein bisschen sacken. Ja? Weil am Ende des Tages denken die, ich habe dich dabei unterstützt. Wenn du Allah liebst, habe ich dich nicht danach angerufen, habe ich dich zu Sau gemacht oder nicht? Hast du gemacht, ja. Aber ich habe mich nicht deswegen entschuldigt, ich habe von Herzen entschuldigt. Ich weiß. Ich habe gesagt, er ist einen Tag, ich wusste, dass er nicht bei Sinn war. Ich habe gesagt, schlaf eine Nacht drüber und er hat sofort sich gemeldet. Und hat sich wirklich von Herzen entschuldigt. Und hat gesehen, dass er einen Fehler gemacht hat. Also, der Marc, Momo, wo ist die Glatze, Bruder? Leute, gib ihm Geld. Du hast auch deine Strafe letztens nicht gemacht. Und du hast meine Mutter vor ein paar Tagen beleidigt. So fangen wir nicht an. Ganz kurz. Nimm mal tief Luft. Kommt mal runter. Und wir reden mit Vernunft und Anstand. Warte, ich habe eine Frage an dich. Charles, ich weiß, wenn du bist, lügst du nicht. Ich habe noch nie gelogen, aber egal. Ich mein's ernst, wenn du nüchtern bist, bist du klarer Sinn. Was willst du machen? Kann ich mal sagen, ich will zu Engel was vom Herzen loswerden. Engel, deswegen, also nimm mir das nicht übel und so letzter Zeit verlierst du nur, weil immer wenn du gewinnst, kann jemand bestraft und die Leute haben keinen Bock mehr bei dir zu spenden. Sonst wärst du der krasseste auf TikTok. So wie du vorhin, Barello, bei mir? Ich meine nicht, ich meine allgemein, Engel. Also nimm doch. Ich muss wieder hardcore werden, aber ich will das nicht irgendwie, weil Arafat da jetzt da ist. Weißt du, was du wieder werden musst? Gesund und weg von der Scheiße. Dann bist du gesund und weg von dieser ganzen Kacke, die deine Gehirnzellen verbringen. Du darfst nicht mehr so viel konsumieren, Engel. Ich meine das ernst. Ich meine, sagt der junge Mann, der wohl Leute verarscht. Was laberst du? Engel, ich meine das doch gerade nur gut wieder. Und du sagst wieder irgendwas. Mach doch deine Wette, halt doch deine Wette einfach. Ich mach mir doch Sorgen um dich, wette hin oder her, Mann. Lieber Sterbig, bevor ich meine Wette nicht einhalte. Ich schwör bei Gott. Okay, es geht okay, ich hab die Wette nicht eingehalten. Okay, ich gib's zu. Aber ich mach mir doch gerade als Bruder Sorgen um dich. Bruder, mach mir um dich nicht. Ich erkenne dich nicht wieder. Du bist manchmal so. Hey, mach jetzt Platze. Ganz kurz. Engel, mittlerweile wirst du nicht so ernst genommen wie früher. Warte, tu mich nicht jetzt, lass mich jetzt in Ruhe, Junge. Tu mich jetzt nicht so wieder aufstellen werden, Bruder. Guck mal, ich sag dir eins, ich kann wieder trinken und wieder aggressiv werden. Normal, ja, ne? Nein. Warte, du kommst ehrlich. Nein, er muss nicht trinken, Papa. Ich meine, er muss der werden, der beim Trinken ist, wenn er trinkt. Also, er muss nicht trinken, er muss aber pflichtig der gleiche sein. Rolle, Ausdrücke sagen, Fitner machen, beleidigen, rassistisch sein. Das soll er sein. Du bist ja aber ein netter Bruder. Mann. Nein, Papa, ich meine nicht so. Aber er soll seine Wette jetzt bitte einhalten. Guck mal, Engel, ich will zwei Sachen werde ich los, okay? Habe ich vorhin nicht das gemacht, habe ich, okay. Wir haben um Glatze gespielt. Du hast letztens deine Strafe genauso nicht gemacht. Warte, lass mich ausreden, danach redest du. Bis heute, ich rede nicht drüber, dass du deine Strafe nicht gemacht hast. Aber wenn ich einmal gewinne, dann behaftet mich auf dein Recht. Ich schwöre bei plus Gott, alle Strafen, was ich habe, plus vor zwei Tagen hast du noch meine Mutter und von allen hier die Mutter beleidigt. Deswegen, fahr zwei Gänge zurück, Junge. Nerv mich nicht. Tu jetzt kein Ausrede finden. Mach deine Strafe oder mach es irgendwie anders gut. Ja, Arafat. Momo. Ja, Arafat. Du hast recht, er hat deine Mutter beleidigt. Aber du hast ihn verziehen.
Genau, und jetzt soll er mir auch verziehen, einmal, dass ich nicht mache. Warte kurz, und dann hast du eine Wette gemacht und du holst jetzt das Ding, weil du meine Mutter bestens in Greifswald. Wenn ihr das nicht einhalten wollt, dann spielt nicht auf. Nein, ich bin auf mein Recht zurückgegangen, dass er letztens auch eine Strafe nicht gemacht hat. Warte mal, wir soll ich dich verändern, Engel? Soll ich dich verändern? Erinnere mich mal, komm. Okay, wenn ich jetzt die Wahrheit sage, sag Wallah, du sagst, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Wallah, Türbestabler, natürlich. Okay, und du, warte, und du verschonst ihn mit der Glatze dann. Und du verschonst dich mit meiner Glatze, ich erinnere dich jetzt. Nein, Mann, du kannst, schau mal. Ich erinnere dich jetzt. Du verstehst nicht die Wahrheit. Erinnere mich. Okay. Letztes Mal, als Igli bei dir war, erinnere dich gut, als Igli im Bademantel bei dir im Bett lag, weißt du noch, wo du sein Auto nehmen wolltest und zur Tanke fahren wolltest, weil du verloren hattest? Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Hast du es gemacht? Wie gemacht? Hast du die Strafe gemacht? Ich schwöre, davor hast du eine Wette verloren. Guck, jetzt wieder ja, davor. Hast du es gemacht? Barrelo, du bist Zeuge. Hast du es gemacht, weil deine Rede ist? Barrelo, du bist Zeuge. Nicht an den Park. Hast du es gemacht an den Tag? Wenn du einmal Arafat, Wallah, ich beleidige den Arafat habe. Der Mann ist ja ein bisschen Kultur, deswegen. Das wurde an dem Tag ausgeglichen. Barrelo, warum machst du. Warte, Barrelo, du bist so ein Heuchler, Alter. Mach doch keine Fitner jetzt, Barrelo. Das ist doch gerade ernst. Wir wollen hier keine Kultur, nichts, nicht ein älterer Mann, Arafat. Aber warte, so ein kulturreicher Gott drin. Guck mal, ich weiß ganz genau, dass Schade, leider Gottes, immer macht. Wallah, er hat nicht gemacht an dem Tag. Ich schwöre bei meinem Sohn, er hat nicht an dem Tag gemacht. Ey, warum schluss doch so? Wallah, weil er nicht gemacht hat an dem Tag. Okay, stopp. Hat er an dem Tag nicht. Darf ich einen Vorschlag machen? Ja. Nein, ich will Arafat, warte, ey, pass auf. Schick jetzt vor Leuten 1000 Euro an die Türkei Erdbeben, Opa, das ist weggewinnt. Haben wir schon vorgestern gemacht, Bruder. Und deswegen wegen Match, Alter, wieder macht diese Filme woanders. Hast du gemacht? Natürlich, mit Arafat haben wir gemacht. 1200 jeder. Schade. Wo ist der Beweis? Bei Arafat. Wallah. Okay, dann. Glaub mir. Auch, aber hey, wenn wir nochmal spielen, wie, du machst deine Wetten dann nicht mehr. Okay. Wallah, jetzt sind wir quitt. Du hast letztes auch. Okay, nein, wenn du wirklich gespendet hast, dann Respekt. Wallah, hab ich. 1200. Das hat der Beibruder auch gemacht. Und auf einmal war in Albanien noch mit Ferrari. Arafat, warte. Arafat, alle nicht reden. Guck mal, diese Brunnen-Thematik, ne? Ich gehe eigentlich darauf nie ein, weil die Leute Idioten. Warte, Arafat, bitte. Ja, yes, Arafat, lass Arafat aber aufgehen, ja, Arafat, jetzt ist er im Islam! Manu will rein. Wenn Manu es wirklich rein will, er kann gerne rein und mit Engel reden. Ich weiß nicht, ob das nur fake ist. Er hat TikTok, ich guck nach. Er hat kein TikTok. Wie Manuel sie will rein? Wenn er rein will? Nee, der ist nicht live. Nein. Der ist auf Twitch live. Und jetzt, Arafat, darf ich bitte kurz was sagen? Ja. Arafat, bitte guck mich an, ich will doch was sagen. Schreib doch nebenbei. Wie Engel. Guck mal, die Leute machen sich immer noch bis heute lustig wegen dieser Brunnengeschichte. Dabei haben wir alle drei Brunnen gebaut. Brunnen Nummer 1 auf meiner Seite. Brunnen Nummer 2 auf meiner Seite. Guckt euch meine Videos an, dann seht ihr alle Brunnen, die wir gebaut haben. Brunnen Nummer 2 auf meiner Seite. Wenn du es wirklich gemacht hast. Brunnen Nummer 3. Da stehen doch meine Namen, ist gerade dein Ernst, Arafat? Da steht doch Momo News. Steht doch mein Name auf meine Brunnen, wenn du es wirklich gemacht hast. Was? Warum rechtfertigst du? Ich rechtfertige mich, weil Idioten wie Engelsgesicht oder andere Leute sich bis heute noch darüber lustig gemacht haben. Wir haben drei Brunnen gebaut, Alhamdulillah, Gott weiß es. Alle, die hier noch Filme machen, wie Engel, der über sich sowas lustig macht, der in seinem Leben noch nie einen Cent gespendet hat, macht seinen Mund auf. Guckt auf meine Seite, geht die Videos durch, da seht ihr alle dreimal, Alter, als ob ich mich noch rechtfertigen muss. Aber wie Engel hat noch nie gespendet? Ich hab selber gesehen an Amel. Das Einzige, was er spendet, ist für sein Bier bei Aldi. Ich mach kurz Neustart, ich hab Verwarnung bekommen. Leute, ich mach kurz Neustart.